Guten Abend und herzlich willkommen bei Globus. Mein Name ist Sabine Schmeling und heute ist der 22. Mai 2022, Punkt 18 Uhr. Wir beginnen heute mit den wichtigsten Nachrichten aus Wien und Umgebung. Gestern Nacht wurde bei einer Razzia in Wien-Simmering ein Tatverdächtiger der Terrorgruppierung Elucidate festgenommen. Der 37-jährige Mann ist bereits mehrfach vorbestraft und soll bei der brutalen Einbruchsserie in Niederösterreich und Wien beteiligt gewesen sein. Laut der Polizei konnte der Tatverdächtige anhand seiner Tätowierung der Terrorgruppierung zugeordnet werden. Die Hintergründe der Terrorgruppierung sind bis dato noch unklar. Seit gestern Nacht wird in Niederösterreich eine 27-jährige Wienerin vermisst. Die junge Frau befand sich auf einer Wallfahrt nach Mariazell und hat sich vermutlich im Raum Lilienfeld im Wald verirrt. Sie wurde zuletzt bei Türen. Nach einem Feierabendbier sieht das aber nicht gerade aus. Ist ja auch kein Bier. Sie sind ja gut gelaunt. Ein Bier bitte. Hören Sie, ich kenne Sie nicht. Lassen Sie mich. Kennen Sie denn sonst jeden? Geht man nicht deshalb in eine Bar, um jemanden kennenzulernen? Oder um sich zu betrinken. Noch einen. Was? So schlechte Laune? Fass mich nicht an. Wir wissen doch beide, was ich will. Die Frage ist nur, ob Sie die richtige Ansprechperson dafür sind. Oder wo treibt sich Ihr Partner herum? Wo ist wer? Ihr Partner, Ryan. Man hört Gerüchte, dass egal, wo Sie sich herumtreiben, er auch immer in der Nähe ist. Aber ich sehe Ihnen jetzt schon einige Zeit dabei zu, wie Sie sich hier einsam betrinken und ein Glas nach dem anderen reinkippen. Was? Nein! Er ist nur... Er ist nur was? Er ist... Also ist es wahr. Halte dich an den Plan. Mein Beileid. Allerdings ist mir zu Ohren gekommen, dass Sie einen Chip haben, der nicht Ihnen gehört. Wissen Sie eigentlich, zu was dieser Chip fähig ist? Das interessiert mich nicht. Fakt ist, Sie sind bei Braindeck eingebrochen und haben einen Diebstahl begangen. Wenn Sie kooperieren, kann ich Ihnen auch behilflich sein. Sie haben wohl keine Ahnung, worum es hier geht. Dieser Chip kann nicht nur das Gehirn von Menschen und Tieren analysieren. Er kann durch gezielte Impulse das Gehirn kontrollieren. Und wo das hinführt, brauche ich ja wohl nicht zu erklären. Sie haben die Ergebnisse nicht gesehen. Stellen Sie mir noch einen Whisky mit. Ich muss mal für kleine Mädchen. Thank you.
Wer ist der Typ? Offensichtlich einer von Braintech, deren Tod wollte. Ich will die Wahrheit wissen. Wenn Sie den Chip für so gefährlich halten, warum haben Sie ihn nicht schon längst zerstört? Was haben Sie wirklich damit vor? Einer der führenden Wissenschaftler von Braintech war Dr. Martin Jelinek. Doch als er erkannte, in welche Richtung seine Forschungen führten, flüchtete er und hielt sich im Untergrund versteckt. Diese Chips sollten Menschen mit Querschnittslähmungen helfen und nicht zur Manipulation von Menschen verwendet werden. Als das offensichtlich wurde, mussten wir eingreifen. Das war mir nicht bewusst. Aber wie das hier aussieht, könnten Sie einen Geleitschutz gut gebrauchen. Vielleicht haben Sie recht. Kommen Sie. Hallo, Herr Dr. Jelinek. Ich habe einen Chip, den Sie wollten.